Peter Vollmann ist nicht mehr da. Die erste Trainerentlassung in deiner Karriere. Es fällt einem das leicht, weil man ja sportlich entscheiden muss, oder hängt das noch ein Stück weit nach? Nein, eine sehr harte emotionale Entscheidung. Also ich konnte auch die Nacht davor überhaupt nicht schlafen, weil wir auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten. Wir uns tagtäglich ausgetauscht haben. Er den größten Anteil daran hat, dass wir von der dritten Liga wieder in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und da muss man dann probieren zu trennen. Ich kriege das nicht gut hin. Das eine ist die sportliche Geschichte, der Verein, wo wir schauen mussten und aus unserer Sicht dann reagieren mussten, ihn zu wohllaufen. Die andere, die menschliche Seite. Es ist ein ganz feiner Kerl, der Werte im Leben hat, der offen und ehrlich ist. Und das tut dann schon weh, wenn man dann solchen Menschen auch selber wehtun muss.